Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich die Wer würde eher Challenge und das mit der Sarah. Hallo. Ich erkläre euch das Ganze mal. Wir haben uns beide Zettel geschrieben mit unserem Namen drauf. Also jeder hat einen Zettel, auf dem Vorder- und Rückseite beide Namen von uns draufstehen, also Jule und Sarah. Zudem haben wir uns noch 20 Wer würde eher Fragen rausgeschrieben, die wir uns dann stellen und jeder von uns entscheidet, auf wen von uns beiden das besser zutrifft und wir entscheiden uns dann und halten das Schild mit dem jeweiligen Namen hoch. Dann fangen wir auch direkt schon mal an. Wir wechseln uns einfach ab mit dem Vorlesen. Willst du anfangen? Ja, okay. Okay, Sarah fängt an. Und die erste Frage ist, wer würde eher eine Woche ohne Internet aushalten? Ja, locker ich. Achso, nein, Quatsch! Nein, nein, nein! Hä, warum? Man denkt, du würdest es schaffen. Hey, ich schaff das. Nein. Warum? Nein. Weil du bist doch nur am Handy. Nein, gar nicht. Also die Sarah. Instagram, Snapchat Story. Aber du nicht. Nein. Gar nicht. Okay. Nächste. Okay, zweite Frage. Wer würde eher Süßigkeiten mit Senf oder Ketchup essen? Ja. Ich denke ich. Ja, glaube ich auch ganz klar. Ich glaube jetzt nicht, dass du Senf. Nein. Isst du Ketchup? Nein. Okay. Wer würde eher bei den Hungerspielen gewinnen? Ich bin einfach zu gut dafür. Nein! Wobei. Also ich glaube. Ich gewinne da nicht. Ja, eben. Nächste Frage und das ist die vierte Frage. Wer würde eher zu einer fremden Person ich liebe dich sagen? Ja. Ja, also ich nicht. Das würdest du nie machen. Nee, ich würde dich auch nicht trauen. Warum auch? Ja, was ja nicht so schlimm ist. Nö, schlimm ist das nicht, aber. Das ist total die Nächstenliebe. Die fünfte Frage ist: Wer würde eher aus Versehen die Schule abfackeln? Ja, okay. Vielleicht. Also aus Versehen, wenn man mit Feuer spielt, man nicht. Ja, doch, das wär's echt so. Sechste Frage, wer würde eher im Winter mit der Zunge am Metall hängen bleiben? Du, ich bin das du. Schon mal. Nein, das würde dir passieren, Jubel. Ganz sicher. Aber ich glaube, ich würde es nie wieder machen, aber du hast es schon mal gemacht. Nein. Ja eben, dann willst du es vielleicht mal ausprobieren. Und die siebte Frage ist, wer würde eher den Geburtstag oder generell irgendeinen Geburtstag vergessen? Ja, also, das ist ein ganz klarer Fall. Mädchen vergessen einfach keine Geburtstage. Ich bin so verplant in dem Thema, weil irgendwie, ja, ich vergesse sie dann und dann, ja. Wer würde eher eine Flasche Ketchup trinken? Ja, also ich, da Sarah kein Ketchup mag. Ja, ich hasse Ketchup. Ja, ich würde es auch nicht tun, aber ich würde es eher tun. Ja. Neunte Frage. Wer würde eher sein ganzes Leben lang auf Gummibärchen verzichten? Ich hasse Gummibärchen. Ich brauch's nicht. Also ich hasse sie nicht, aber ich find's einfach nicht so gut wie Schokolade. Du magst oder ja so. Keine? Nee, Schokolade ist geil. Ja. Aber Gummibärchen? Nee, ja. Gummibärchen nicht. Ist nur so okay, ganz aber, wenige, ja. Aber. Vielleicht auch doch Sarah. Zehnte Frage. Wer würde eher sein Handy vergessen? Ja, ich. Ja, ich finde auch die Sarah. Weil ich suche mein Handy auch voll oft, weil ich dann irgendwie nicht mehr weiß, wo es in meinem Zimmer jetzt. Ich vergesse mein Handy. Ich habe das vielleicht in der 6. Klasse habe ich das manchmal vergessen. Da hatte ich dann mein erstes richtiges Smartphone. So. Aber jetzt, ich vergesse mein Handy gar nicht mehr. Nein, du? Ich vergesse es auch nicht, aber mir würde das eher so passieren, weil ich dann so das zu Hause suche und dann bin ich im Stress und dann muss ich los und dann vergesse ich mein Handy. Die 11. Frage ist, wer würde eher mit einem Bobbycar durch McDrive fahren? Ich glaube ich. Ja. Also ich würde es eher machen, also ich würde es auf keinen Fall tun, aber ich würde es schon eher machen. Ja, traust du dich das? Bobby. Ja, trauen natürlich, aber ja. Du würdest es trotzdem eher machen. Ja, okay. Okay, nächste Frage. Wer würde eher eine Überraschungsparty schmeißen? Also. Ja, ich bin so ein organisatorischer Mensch. Ja, ich stehe nicht so auf Überraschungspartys. Ich weiß nicht. Ich glaube, du würdest es schon eher machen. Ja, du bist eher so die. Ja. Ich bin eher so die, die sonst vorantreibt. Genau. Wer würde es eher schaffen, eine Woche lang nicht in den Spiegel zu schauen?
Ja, das ist für Jungs auch einfach einfacher. Ja, einfach einfacher. Einfach einfacher. Sarah muss dann immer ihr Make-up checken, ihre Haare checken, aber ich habe eh relativ kurze Haare und dann... Ja. Eine Woche, schaffst du das? Nicht in den Spiegel zu schauen. Niemals. Also ich würde es schon schaffen, aber ich glaube, du würdest es halt noch eher schaffen. Ja, glaube ich auch. Wer würde eher gegen eine Glastür laufen? Ja, doch. Du. Ja, also ich glaube, Sarah ist jetzt nicht so verpeilt wie ich. und gegen eine Glastür, ich bin schon mal gegen eine Glastür gelaufen, das war in, also an Silvester. Grüße an Tobi. Wer würde eher beim schlechtesten Witz überhaupt lachen? Ich lache generell sau viel. Ich auch. Ja, okay. Dann lachen wir beide beim schlechtesten Witz, okay? Ja. Wer würde eher den Kaugummi des anderen weiterkauen? Ja, ich glaube, niemals machen. Naja, also ich würde jetzt auch nicht direkt machen, aber ich habe da nicht so ein Problem mit so, wie so viele andere, die auch nicht so, ja, das ist schon abgewissen, und da hast du schon was getrunken. Nee, das finde ich nicht so schlimm. Also das würde ich jetzt nicht machen, aber irgendwie, ich finde so was jetzt nicht so tragisch. Nee, also ich fände das jetzt nicht so schön. Nee, schön fände ich es auch nicht. Ich hätte auch nicht meinen eigenen Kaugummi. Auf einmal, ne? Wer würde eher zu spät kommen? Ja. Ich bin ein pünktlicher Mensch, aber wenn es dann so, ja. Ja, aber an sich auch nicht. Wer würde eher im Winter ohne Schuhe rumlaufen? Nee, ganz klar du. Da muss ich jetzt mal kurz was erzählen. Wir wollten gerade noch so einen kleinen Böller losgehen lassen. Und dann sage ich so, hey, wir haben gar keine Schuhe. Ja, YOLO! Also, definitiv Begründung, Jul würde im Winter eher ohne Schuhe rumlaufen. Das Video wird jetzt hier eingeblendet. Keine Ahnung. Vorletzte Frage ist, wer würde eher eine Woche mit 10 Euro auskommen? Ja, glaube ich auch. Ich muss überall was zu essen kaufen und das... Ja, nee. Jul kann sich dann nie zurückhalten, irgendeinen Mist zu kaufen. Ja. Ja. Nee, 10 Euro? Und vor allem eine Woche 10 Euro. Ja. Das geht gar nicht. Doch. Kein KFC, kein Nuggets. Ja, aber es geht auch um generell Essen, auch zu Hause. Ja, klar. Kaufst du dir halt zum Beispiel jeden Tag 3 Aldi-Brezeln, kosten 29 Cent. Okay, okay. So, jetzt kommen wir auch zur allerletzten Frage. Wer würde eher sein Handy ins Klo fallen lassen? Du. Nee. Doch. Nö. Doch. Warum denn? Fragst du, was ist, was dir passiert? Ja, so tollpatschig bin ich nicht. Dinge, die mir einfach wichtig sind, die lasse ich einfach nicht fallen. So Leute, das war's auch schon mit dem Wer würde eher Tag. Wenn euch der Tag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen. Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.